Herzlich willkommen in der Lagune. Langsam wird es brenzlig, denn Limbo wird immer schwieriger. Ja, es wird immer anspruchsvoller, die Aufgaben werden so ein bisschen komplexer und ja, ich habe hier so ein kleines Problem mit der Schwerkraft. Hier will ich hoch. Ja, das weiß ich schon mal. Komme ich nicht hoch? Also, was brauche ich? Kisten. Hier sind Kisten. Die müssen aber da hoch. So, und meine Strategie ist jetzt, einmal die Schwerkraft umzuschalten. Das kriegen wir hin, indem wir hier draufhauen. Ja, für einen bestimmten Zeitraum ist die Schwerkraft umgestellt. Die eine Kiste ist auch da wunderbar oben. Aber sie fliegt dann wieder runter. So, und meine Frage ist jetzt, was kann ich machen? Das wollte ich nicht. Aber auch eine gute Idee. Warte mal. Also was kann ich machen, um die Kiste da oben zu halten? Versuchen wir es nochmal. Oh. Bringt das was? Ist ja schon mal was, aber ich glaube nicht. Und diese Leiter da oben, die ist auch nicht zugänglich, ne? Auch wenn ich die Kisten übereinander hier hinschiebe, oder? Probieren wir das mal. Sorry. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, das ist zu hoch. Außerdem müsst... Ah, nein. Jetzt muss ich erstmal hier wieder ein bisschen klar Schiff machen. Ich fand... lustig, weil da immer noch, genau. So, jetzt ziehen wir die nochmal so, dass die da auf jeden Fall hochfliegt. Und die andere schieben wir erst relativ spät hinterher. Ja. Ja, ich dachte mir, irgendwie springe ich da mal so gegen. Ihr merkt, ich bin hier ein bisschen überfordert mit der Situation. Vielleicht versteife ich mich zu sehr in bestimmte Ideen. Also ich wollte... Also diese... Ui. Diese Kiste... Krieg ich irgendwie nicht... Wie kann ich mich hier hoch... Kann ich irgendwie... Selber mich auf so einer Kiste da hoch... tragen lassen? Also das... Ich kann ja schlecht, während ich auf der Kiste bin, die schieben, ne? Ich kann mich auch nicht da dran hängen, ne? Nee, ich glaube, das geht alles nicht. Ich versuche das mal, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Sobald... Wow, doch! Wow! Ich komme da tatsächlich hoch damit. Oh, vielleicht ist das ja die Lösung. Gehen wir mal auf die andere Seite. Ziehen das Ding. Ah. Das Problem ist, ich bin nicht nah genug da dran, um hier hochzuspringen. Ich will halt so, solange die Kiste oben ist. Ich kann da nicht drauf springen und dann hier dran springen. Das geht alles nicht. Gott, ist das schwierig. Ich wette, die Lösung ist eigentlich mega simpel. Noch ein Versuch. Ich muss jetzt einfach ein paar Mal versuchen. Hab ich auch nichts von. Ihr seid's mir, ja. Also, die bleibt hier irgendwie so stehen. Fällt dann wieder hier runter. Ja, also auch wenn ich beide Kisten da hochschiebe, kommen die ja relativ schnell wieder runter. Genau, meine Vermutung war jetzt, wenn ich jetzt es schaffen würde, dass eine Kiste wesentlich vor der anderen wiederkommt. Wow, fast gestorben. Dass ich irgendwie da schnell hochkomme, um die andere halt aufzuhalten.
dass ich da möglichst schnell oben bin, aber meine Güte. Ab heute werden wir auch wieder nicht viel mehr schaffen. Lassen die noch mal aufeinander fallen. Schwieriger als ich dachte. Eben hat das so gut geklappt, aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So. Einmal. So übereinander schieben. So. Was passiert denn, wenn wir das so übereinander mal hier hochschieben? Also ein Ding muss auf jeden Fall zurückkommen. Aber was passiert denn mit dem anderen? Ja, da ändert sich nicht viel. Außer, dass sie jetzt... Oh, und ich bin gestorben! Ach, Leute. Ich werde verrückt hier an dieser Herausforderung. Irgendetwas übersehe ich. Also das Übereinanderstapeln ist oft eine Sache, die was bringt. Ich muss nochmal überlegen. Ich muss nochmal hier alles mir genau angucken. Irgendwie muss ich diese Kiste aufhalten. Ich dachte, entweder rutscht die halt hier rüber hinaus. Entweder kriege ich es hin, dass die noch weiter rutscht. Schaffe ich aber nicht. Die Reibung hier ist so krass, die wird hier irgendwo zum Stehen kommen. Das heißt, also die wird definitiv, wenn die Schwerkraft wieder umgestellt wird, wird die hier wieder zurückrutschen. Das heißt, ich muss irgendeinen Weg finden, wie ich die Kiste aufhalten kann. Das heißt, ich muss irgendwie hier oben sein. Das muss mir irgendwie gelingen. Ich muss hier drauf springen. Anders geht's nicht. Um die Schwerkraft umzuschalten, muss ich hier sein. Sonst geht's nicht. In der Zeit kann ich natürlich überall hinlaufen. Das ist kein Problem. Keine Chance. Da ist nichts zu machen. Boah, fast gestorben. Ah, und gestorben. Sehr schön gemacht, Klausi. So, versucht die nochmal übereinander zu starten. Ich versuche jetzt doch nochmal die Leiter da rechts oben anzugehen. Ich will das direkt richtig machen. So sollte das klappen. So, dann lass mich die mal auf die andere Seite schieben. So, viel weiter geht's leider nicht, weil jetzt... Aber ist auch interessant eigentlich. Ah, warte mal, das bringt mich auf eine Idee. Aha, ich habe eine Idee. Ich habe ein bisschen Zeit. Aha, guck mal hier, mit dem Element habe ich noch nicht viel gemacht. Das dauert ein bisschen und irgendwann geht das Ding von alleine. Warte, schnell. Boah, ich glaube, ich hab's kapiert. Yes, boah, bin ich gut. Ich mache mir schon mal den Daumen hoch, weil... Tada! Ja, dass die Kiste da auf diesen Button geht und von alleine da runterrutschen kann. Das habe ich jetzt erst begriffen und ich habe es geschafft. Mann, bin ich erleichtert. Ich habe echt... Angst gehabt, ich würde euch heute wieder nicht mehr bieten können. Oh! Als das. So, ich brauche wahrscheinlich noch die zweite Kiste hier oben, sonst würde diese Leiter da jetzt nicht runtergehen. Was geht denn hier noch so? Hier war ich ja auch noch nicht. Hier ist wieder irgend so ein komisches weißes Ding. 3 von 11. War ich hier schon?
Ja klar, hier ist wieder der Laser. Hoppla. Hier kam ich irgendwie her, so mehr oder weniger. Genau, ja klar. Natürlich kam ich hierher. So. Okay, mal überlegen, wie geht's weiter. Ich komme auf jeden Fall jetzt hier wunderbar runter. Und hier geht's nicht weiter, aber ich kann natürlich jetzt nochmal munter die Schwerkraft zurücksetzen. Und wann immer ich möchte, hier hochklettern. So, das ging natürlich eben noch nicht. Ist nur die Frage, was mir das jetzt bringt. Okay, da geht oben so ein Ding auf. Okay, und ich brauche die Kiste hier oben. Auch das kriege ich diesmal hin. Jetzt weiß ich ja Bescheid. Meine Güte. War ich überfordert mit dieser Schwerkraftaufgabe. Ja, man muss halt wirklich auch alle Elemente hier im Blick haben. Okay, dann wollen wir nochmal. Jetzt bin ich wieder ganz eifrig dabei. Jetzt habe ich einen Plan. Jetzt ist es eher noch so eine Frage der Ausführung und nicht des Prinzips generell. Ich bin gespannt, was da noch für Aufgaben kommen, die mich erstmal wieder ratlos machen. So, jetzt schnell. So, da kommt die Kiste. Kriege ich die gezogen? Nein, ich kriege die nicht gezogen. Ah! Ich muss die leider noch näher an die Leiter ran schieben. So, viel weiter geht's aber jetzt nun wirklich nicht. Oh, noch einmal, weil es so schön war. Dauert das immer. Mein kleiner Timmy hier, er kann ruhig mal ein bisschen schneller rennen. So. Vor allem, ich muss das, glaube ich, dann, wenn ich die Kiste habe, das nochmal machen, um wieder dieses Tor da aufzumachen. Aber gut, macht ja auch Spaß, ne? Ist ja auch schön, wenn man mal weiß, was man zu tun hat. So. Wehe, ich kann das jetzt nicht ziehen. Jetzt zieh diese verdammte Kiste. Sehr gut. Boah, wenn ich jetzt gestorben wäre. Okay, so, jetzt habe ich nur ein Problem. Obwohl, nö, ich habe kein Problem. Doch, das wird so funktionieren. Meine Güte. Das wird spannend. Ich freue mich übrigens schon sehr auf die Lagune 2.0. Wow, da haben wir es. Ich hoffe, ihr freut euch da auch. Es können noch einige Abonnenten mit in die Lagune hinein. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn euch noch Leute... Ah, cool. Fahrstuhl. Wenn euch noch Leute einfallen, die vielleicht auch mit in die Lagune wollen, leitet das hier gerne weiter. Oh, ein Laser. Cool. Ah, verstehe. Da habe ich direkt ein Problem gelöst. Sonst wäre ich hier zerschossen worden. So, was... Oh. Cool. Endlich werde ich mal... Das habe ich mich nämlich vorhin schon gefragt, warum eigentlich meine Schwerkraft nicht gedingst ist, ne? Umgedreht ist. So, was bringt das denn hier? Ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht ganz kapiert. So, wir stellen die mal um, die Schwerkraft. Ah, komm schon! Oh. Oh, oh. Das wird ja auch mal ein bisschen schwieriger. Ich habe nicht viel Zeit, um... Hey, ganz ehrlich, wie soll das gehen? Also so ungefähr. So, und ich muss allerdings irgendwie ja da hochkommen. Schnell, 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 schnell. Nee, da komme ich nicht hoch ohne Kiste. Ich brauche
die Kiste. Da brauche ich noch eine. Kriege ich noch eine zweite Kiste irgendwo her? Ist hier noch eine zweite? Ich hoffe, hier gibt es keinen Timeout. Siehst du mal, hier ist. Ich dachte, das wäre wieder irgendwas, was ich sammeln könnte. Sieht schön aus hier. Aber bringt mir nicht viel. Man hat das so selten im echten Leben, dass sich die Schwerkraft umkehrt. Deswegen sind diese Art von Problemen durchaus schwer zu lösen. Es ist interessant, dass ich hier jetzt natürlich gar kein Problem habe, rüberzukommen. Aber jetzt komme ich halt nicht weiter. Die Schwerkraft muss halt irgendwie umgestellt sein. Und das geht aber sofort, ne? Also ich kann nicht von da aus mal eben hier hinrennen und dann erst runterfallen, ne? Selbst wenn ich jetzt hier richtig Anlauf nehme, das funktioniert nicht, ne? Zack. Nee. Direkt auf Ort und an Ort und Stelle. Also das ist nicht das Ding. So, aber was mache ich jetzt? Okay, immerhin. Ich kann hier drauf stehen bleiben. Das wäre auch nicht so viel. Klaus, Klaus, Klaus. So, du hast eine Kiste. Zwei Kisten, das könnte ich mir dann schon eher vorstellen. Dann hätte ich noch eine hier oben. Und fertig. Aber für irgendwas muss ja diese Schwerkraftumstellung auch gut sein. Also ich kriege damit die Kiste locker natürlich hier drauf. Aber dann habe ich halt keine Chance, hier hochzukommen. Ne? Das geht nicht ohne Kiste. Und schon wieder so ein Problem. Und hier gibt es leider kein Timeout. Ne? Das wäre jetzt super, wenn jetzt einfach nach 10 Sekunden das Ding sich wieder zurückstellen würde. Aber nein, das bleibt jetzt erstmal so. Ich habe eine Idee. Ich muss die gar nicht zurückstellen. So. Ja, schade. Ja, immerhin. War mal ein Vorschlag, aber das bringt leider doch nichts. Ohne Kiste. Dass das mich irgendwie wieder zurückstellt, ohne dass ich hier bin, das passiert nicht. Ne? Ich muss aufpassen. Hier gibt es nichts, was ich noch irgendwie gebrauchen könnte. Ne? Oh, der Laser ist wieder am Start. Ah, siehst du mal, hier kann ich auch gar nicht mehr zurück. Nee. Aber guck mal, der. Ja, ich dachte, das Loch wird vielleicht größer, was der da ballert, aber wird es nicht. Ihr seid mir vielleicht. So. Was mache ich jetzt? Was verdammte Axt kann ich jetzt machen? Ah, warte mal. Okay. Also das Ding schiebt meine Kiste automatisch weg. Aber halt nur nach unten, ne? Also ich habe gerade gedacht, wenn ich jetzt in dem Moment die umstelle, ja, dann landet die Kiste erstmal da oben drauf. Und jetzt geht sie automatisch runter, aber das bringt mir wirklich gar nichts. Wenn das andersrum wäre, würde ich das ja verstehen. Aber so rum habe ich davon nichts. Wenn ich irgendwie auf der Kiste stehend die Schwerkraft umschalte, bringt das irgendwas eigentlich auch nicht. Ne? Abgesehen davon, dass ich das jetzt irgendwie verfehlt habe. Ja, und ja, ganz ehrlich, das bringt nichts. Jetzt wieder dahin schieben und nichts davon haben. Und so bin ich tot. Fail! Okay, nochmal zurück. Nochmal zurück ans Eingemachte. So, ich bin jetzt wieder relativ früh hier mit diesem Aufzug. Das war ja alles kein Problem, aber jetzt muss ich mal auch gucken, ob ich vielleicht irgendwas vergessen habe. Achso.
umschalten. Oder oft erklären die mir ja auch hier was. Aber in dem Fall muss ich sagen, es scheint mir hier alles eigentlich genau so, wie ich das... Also es scheint mir alles auf Anhieb eigentlich richtig... Richtig gemacht worden zu sein. Jetzt mal abgesehen natürlich... Okay, viel zu ungeduldig. Ich wusste nicht, dass der so schnell reagiert. Soweit so gut. Das hatten wir alles schon. Ist ja lustig, dass dieser Laser nicht auf Klötze reagiert. Unlogisch ist das denn bitte. So. So, ich brauche die Kiste natürlich hier oben. Völlig klar. Natürlich brauche ich die hier oben. Das geht auf keinen Fall anders. So. Und jetzt sind wir wieder am gleichen Problem. An der gleichen Stelle. Was ist denn, wenn ich Anlauf nehme? Huah! Och, das macht mich wahnsinnig. Das macht mich absolut verrückt. Gibt's denn irgendwo noch eine Möglichkeit, dass diese Kiste für mich irgendwas umstellt? Also ich stelle mir das so vor, die Kiste fällt irgendwo drauf oder so und stellt die Schwerkraft wieder automatisch um oder so. Aber das passiert alles nicht. Ich kann die hier auch nirgendwo hinschieben. Oh, oh, oh. Also, das wird nichts mit einer Viertelstunde Let's Play jetzt heute. Das kann ich wohl sagen. Auch das Runterklettern an dieser Leiter hat überhaupt nichts gebracht. Das Runterklettern da bringt nichts. Ich komme auf eine Ebene, aber ich komme nicht auf beide. Ich kann mir diese Kiste da drauf legen. Da ist ja so eine Mini-Rampe, ne? Aber ich glaube, die ist nur fake. Oder hat die irgendeinen Zweck, wenn ich mich da drauf stelle? Wir gucken mal. Lass mal die Kiste da drauf fallen und lass mich mal genau an der Stelle drauf springen. Nee, ich bin da auch nicht höher. Lass mich nochmal versuchen, aber ich kann mir das echt nicht vorstellen. Keine Chance. Keine Chance. Also diese komische Rampe da bringt nichts. So, und wenn ich jetzt... So, wenn ich jetzt hier bin und hier hochgeklettert bin, kriege ich halt diese Schwerkraft nicht mehr umgestellt und kriege die Kiste halt keine Etage höher. Ist keine Chance, weil wie soll ich da jetzt hinkommen, ne? Geht nicht. Ich meine, ja, keine Chance. Verschleißt auch nicht irgendwie, ne? Der muss doch allmählich schwindelig werden. So. Nee. Die Zeit ist um, tatsächlich. Ich hab's nicht geschafft, das hier irgendwie hinzubekommen. Ja, keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr mir gerne in die Comments schreiben. Ansonsten, ich versuch's natürlich fleißig weiter im nächsten Video. Bis dahin.